Moin, liebe Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Pokémon. Ich war in der Diamant. Und wir sind. Oh, Liebkind hat etwas gefunden. Du hältst eine Gefebeere. Ui. Danke. Siehst du nicht, dass ich angle? Also sei ruhig. Verscheuchst die Fische. Okay, Garados. Kriegen wir den gleich fertig? Sollen wir nochmal Bürde anwenden? So. Bürde. Oh je. Was sind das für Attacken? Mein Garados ist viel weiter und hat solche Attacken nicht erlernt. Alter. Das ist so eine Frechheit. Die ist echt nicht. So. Aber wenigstens muss ich nicht mehr gegen Carpadora ankämpfen. Luxtra 35. So. Dankeschön fürs Geld. Und. Mir kommen nur Trainer rein. Ja, ja. Alter, das Maul ist schon groß. Angler Dimitri. Let's go, Dinia. Die machen wir alle fertig. So. Bürde. Und weg mit dir. Apollo ist schon ziemlich stark geworden. So, Merbe. Bleiben wir drin, bleiben wir drin. Und Würde. So. Fertig gemacht. Okay, da hinten ist was. Oh, da kommen wir hoch. Ah. Ich glaube, jetzt geht es erst richtig in den Wald. Oh, verdammt. Ich will doch eigentlich nur nach da hinten. Ah, ja, wow. Da hätte ich auch gleich drauf kommen können. So. Nächste Runde, Alter. 4 Stück. Bestimmt 4 Schmerbe. Mal Pollo. Und Bürde. So. Merbe. Und wieder Bürde. Würde wird jetzt langsam meine beste Attacke irgendwie gefühlt. Oh, gleich Level 30. Endlich denn mal auf Level 30, alle. Und dieses Ei will immer noch nicht ausbrüten, ey. Was ist in diesem Ei nur drin? So. Ah, ich habe keine Böde mehr. Insta-Faust. Ja. Nee, das ist doch jetzt nicht dein Ernst. Das ist jetzt nicht dein Ernst. Was für Verwirrung. Weg mit Verwirrung, bitte. Arm.
So. Noch ein Schmerbe. Bitte One-Hit, bitte One-Hit. Ja! Insta-Faust! Und Level 30! Alpollo versucht Nachtnebel zu erlernen. Welche Attacke soll durch Nachtnebel vergessen werden? Finsterfaust? Würde. Jede Illusion richtet Schaden gemäß dem Level des Anwenders an. Nee, ganz ehrlich, ich glaube Nachtnebel lasse ich. Weil? Ich muss echt sagen, ich finde Bürde ist ziemlich gut und Ding. Oder weil es keine, konnte nicht gesagt werden, was da jetzt steht. Deswegen. So. Zum nächsten Trainer. Ich bin stolz auf meine Pokémon und ich werde dir zeigen, warum das so ist. Jups. So. Instapost. Katapult. Alter. Ich frag mich sowieso, wie, warum Gesteinsattacken auf Geister Wirkung haben. Echt eine gute Frage, oder? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, warum wir das so gemacht haben. So, nächstes Kleinstein. Und Finsterfaust. Boah, jetzt geht mir langsam schon Finsterfaust auch noch aus. Vielleicht ist noch ein Sandsturm. Ist ja nicht so, als würde es regnen. Ah. Jetzt aufzuregnen. Und Finsterfaust. Cool. So. Noch ein Kleinstein. Oh mein Gott. Finsterfaust. Nein, Alpollo. Nein. Jetzt kommt Plieprin. It's ready for takeoff. So. Blubstrahl. Dich verschwende ich doch kein Lake. So, komm jetzt, weg mit dir. So traurig. So traurig. Armes Apollo. Ich habe Leute gesehen, die mit dem Fahrrad über Baumstämme gefahren sind. Als wären es Brücken. Tja, das haben wir schon herausgefunden. Nichts Neues mehr. Käfer gebrummt. Cool. Ich müsste mir mal andere Klamotten kaufen, ehrlich gesagt. Hast du mich gerade übersehen? Ah. Der macht gar nichts, der tut einfach nur Streife halten. Nein, bin ich fast. Nein! Ich will mein Hidiza selber entwickeln. Brauch dich nicht. So. Bisschen schläfrig. Ich auch, ehrlich gesagt. Nur. Komm jetzt. Ich will doch einfach nur da durch. Jetzt kommt noch Bedroher. Ja. Mensch.
Tschüss und kommen. Und ein Trainer. Das klingt schon mal gut. Und wieder so eine halbe Leiche. Ein Kalabra. Das wird nichts. Nein, wofür sollte der Kampf schief laufen? Einmal Knirscher und weg. Da. Weiter geht's. Reg dich auf. Heul. Du musstest mich unbedingt besiegen, oder? Da. Gegengift. Hey. Roselia. Das haben wir noch gar nicht. Wir haben nicht mal einen Knospi, glaube ich. Und Pokéball. Nein. Egelsamen wollte das machen. Oh nee, ich vergesse die ganze Zeit, dass wir Flottball haben. Ich hätte am Anfang den Flottball einsetzen sollen. Zauberblatt, ey. Wie? Ist jetzt schon mies. War blöd von mir. Nein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Echt, dein Ernst? Und? Ja. Roselia wurde gefangen. Für Roselia wurde ein Eintrag eingelegt. Dorn-Pokémon, Pflanze Gift. Roselia, die mit klarem Wasser aufgezogen wurde, Boden, sind für ihre Blüten bekannt, die in leuchtenden Farben erstrahlen. Wow. So. Wie sieht's aus? Hier vorne sind noch ein Doppelpack-Trainer. Oh, wir sind, glaube ich, gleich draußen aus dem Wald. Ich hoffe es auch ehrlich gesagt jetzt mal. Oh, die Pokémon Ranger. Libre. Hier. Ja, ich glaube, das wird jetzt euch wehtun. Da rappt er zum ersten Mal zum Kampf. Und? Knirscher würde ich auf Plikrin gehen. Und ich würde Nahkampf ehrlich gesagt gerne mal ausprobieren. Und das gerne bei Griffel, weil es sehr tief ist. Lamp. Ja. Nahkampf ist eine richtig gute Frage. Aber man verliert halt sehr viel Verteidigung. Knirsch. Und auch fertig mit dem. Und Merrill. Wer kommt noch rein? Zwei Pliprints? Willst du mich irgendwie jetzt gerade verarschen? Ist nicht dein Ernst, oder? Zwei? Was? 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 Und Plieprin ist jetzt 36. Wow.
Boah, Staraptor 35. Endlich besiegt. Und? Ja. Nanu, Bleepunkt entwickelt sich. Endlich. Endlich. Impoleon. Glückwunsch, dein Bleepunkt hat sich zu einem Impoleon entwickelt. Cool. Impoleon, Kaiser-Pokémon, Wasser, Stahl. Die drei Hörner, die es aus dem Schnabel wachsen, sind ein Symbol für Stärke. Der Anführer hat die größten Hörner. Wow. Versucht, Wasserdünste zu erlernen. Ah ja, natürlich. Will ich gegen Blubbergeilen machen. Eieiei, wie geil. Wie geil. Boah. Das Kaiser-Pinguin-Pokémon. Voll cool. Ganz echt, das ist richtig geil. Wollte ich mir jetzt eigentlich gerade das hier nehmen? So. Eieiei. Ich glaub's einfach nicht. Wie geil ist das denn? Mein Impoleon. Ich hab jetzt einen Impoleon. Ja. So. Hä? Wo lande ich denn eigentlich immer hier? Ich land irgendwo gerade bei... Gentleman Oliver. Plaudergeil. Oje. So ein Plaudergeil müsste ich auch noch finden. So, Knirscher. Geil. Und 33. Gewinne. Aber ich hoffe, ich kann jetzt hier mal irgendwie vielleicht einen Stopp machen oder so. Alter, so ein richtiger Ninja. Nehme ich einfach mal hier Chille oder so. Wow. Im Ziergarten steht allen Besuchern offen, aber im Garten können sich viele Pokémon auftauchen. Oh. Okay. Ziergarten. Ein Zirpeise. Nee, ganz ehrlich, dann gehen wir lieber weiter vor. Können wir irgendwann mal nochmal hin? Vielleicht finden wir auch legendäre oder so. Keine Ahnung. Ich glaube nicht. Flucht. So. Geh hier weg. Warum rede ich auch noch mit den Leuten? Nöse Werner. Luxio. Traurig. Ich hab schon Lux drauf. So. Ich würde irgendwie aber auch gerne noch in die nächste Stadt kommen, Mann. Nein, der wird nicht schief laufen, Garados. Komm, Knirscher. Dann machen wir die neben ihm auch noch platt. Ist jetzt erstmal gerade kurz. Niemanden zum Heilen hier? Nee, ich bin echt so blöd. Ich hab... hier noch Leber einsetzen, aber ich mache jetzt mal kurz schnell noch fertig. Ja, ich bin bereit. Ich glaube, es wäre eigentlich ein Doppelkampf geworden. Ja, Haspira. Oh,
fertig machen. Oh, Ruckzucki, was willst du damit? Welche beeindruckende Stärke. Mit dem? Okay. Aber schmiegt sich eng an dich. Also, hier an dieser Stelle, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge. Ciao.